Amad unterstellt mir Support zu Pädophilen. Der bettelt nach Anzeigen. Achmad hat sich in seinem letzten Video über Stay, KuchenTV, TJ, Kaiser und mich in meinen Augen offiziell als Intelligenzverweigerer geoutet. Also ernst jetzt, so viel Schwachsinn komprimiert in einem Video, das habe ich selten erlebt. Die Sache ist, er spricht jetzt über jeden der genannten Creator ausführlich und verbreitet teilweise Lügen über sie, aber ich persönlich durfte der Hauptpart des Videos sein und deshalb denke ich, ist eine Stellungnahme aus meiner Sicht äußerst sinnvoll. Und damit würde ich sagen, viel Spaß. Leute, lehnt euch zurück, das wird ein unglaublich dummes Video, denn ich expose heute seine gesamten Unterstellungen und Lügen, die er über mich verbreitet hat. Und theoretisch könnte ich auch Achmad aufgrund des Videos ganz problemlos anzeigen. Denn eine Sache, die er unter anderem meinte, ging wirklich viel zu weit, aber ich bin einfach mal so korrekt und stelle das bloß in einem Video klar. Aber dazu später noch mehr. Günstige Gaming-PCs gibt es übrigens bei hardwarerad.de. Kürzeste Werbung EU-West? Check. Beginnen. Was war denn das jetzt? Hat Alpha Kevin jetzt einen Hardware-Sponsor, Digga, oder was? Beginnen wir nun mit dem Anfang. Genau jetzt, wo ich gehatet werde, ein Video über mich und sag jetzt nicht, dass du mich davor nicht kanntest. Zufälligerweise habe ich Alpha Kevin sogar damals geschrieben gehabt und ihn von mir selbst aus gesagt, dass er ein gutes Video gemacht hat. Ich habe ihm Props gegeben, weil so böse sind wir Kanaken und so arrogant ist Achmad. Er schreibt Leuten privat und gibt denen Props, weil sie gute Videos machen. Ich bin halt ein arroganter. Was macht Alpha Kevin? Er füttert das Feindbild, was gerade sowieso entstanden ist durch die ganzen YouTuber. Naja, also erstmal Dankeschön, dass du meine Videos oder beziehungsweise dieses Video extrem gut fandest. Kann ich leider an der Stelle jetzt nicht zurückgeben, aber ich... Ich glaube nicht, dass ich das Feindbild füttere, sondern wohl eher du. Und nach deinem Video jetzt wird das Feindbild um das Zehnfache steigen, weil deine Aussagen wirklich grenzwertig dumm sind. Aber egal, es wird noch schlimmer. Er kam auf eine richtig coole Idee jetzt. Ums Bodyshamen, um transphobe Aussagen, um die unbegründete Unterstellung zu Pädophilie und das Lustigmachen über LGBTQ-Menschen. Krass, Digga. Ich bin ein richtig schlimmer Mensch. Warte, worum geht es alles? Es geht ums Bodyshame, um transphobe Aussagen und was noch? Unbegründete Unterstellung von Pädophilie und was noch? Zu Pädophilie und das Lustigmachen über... Das Lustigmachen über LGBTQ-Menschen. Digga, ich bin ein richtiger Misskell, wenn man das hört. Eigentlich sollte ich eingesperrt werden, ne? Kleiner Spoiler, in dem gesamten Video kamen keine transphoben Aussagen vor. Das... Warum sagen transphobe Menschen immer, dass sie keine transphoben Aussagen stellen? Das verstehe ich nicht. Gab es einfach nicht. Das war einfach so noch ein Add-on, weil das jemand anderes gesagt hat, ein anderer YouTuber, hatte das einfach so ein bisschen spicy geaddet. Was willst du mit einer Puppe? Du bist doch ein Junge. Bro, alleine schon die ersten 20 Sekunden sind verstörend, weil ich nicht weiß, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Was soll das darstellen? Ja, genau, das ist leider das irgendwie... Also, ist das eine Frau? Es sieht aus wie eine Frau, aber hat den Körper eines Mannes? Ich verstehe es jetzt schon nicht. Ja, du verstehst... Ist es nicht, weil das transphob ist. Also ich zeige, dass er hier... Ja, also das ist genau das Trottelige, das... Bei ganz klare transphobe Aussagen trifft und er erzählt... Ja, man könnte jetzt sagen, ist es transphob, ist es transfeindlich. Ich werde jetzt hier nicht auf der Definition rumreiten, aber er hat halt nicht die geistige... Er hat halt noch nicht die geistige Reife, um sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Ich will aber langsam auch weniger Welpenschutz machen. Ich versuche jetzt mal nicht... Also ihr merkt das vielleicht, ne? Ich versuche alles immer ein bisschen abzuschwichtigen, was diesen, was Achmad angeht. Also wirklich, ich weiß nicht, ob der das wahrnimmt oder eben nicht wahrnimmt, aber ich versuche da immer das Argument der Jugend reinbringen zu lassen, weil der ist 18, 17, 19, ich verstehe das. Ich weiß, das mag jetzt für viele keine Entschuldigung sein, ich möchte aber trotzdem irgendwo noch das Fenster öffnen, um ihm die Möglichkeit zu geben, diese Ansichten, die konstruktiv kritisiert werden, auch zu ändern. Es geht nicht darum, ihn permanent zu framen und ihm immer wieder nicht die Möglichkeit geben, das zu verändern. Denn ganz am Ende möchte ich auch sagen, Alpha Kevin war nicht immer so stabil, wie er jetzt ist. Alpha Kevin hat auch in meiner Wahrnehmung auch merkwürdige Videos gemacht und komische Punkte vertreten. Alpha Kevin ist auch super jung und hat sich Gott sei Dank in eine Richtung entwickelt, in der er ein äußerst stabiler, gut aufgebauter, gut recherchierender YouTuber mit Streamer-Verbindung ist. Und das kann man mal hervorheben. Ich glaube, dass wir da auch lernen können, dass trotz dieser grenzüberschreitenden Aussagen es immer Möglichkeiten gibt, dass Leute sich ändern. So kritisch die Aussagen von Achmad sind, das sind sie wirklich. Das ist nicht anders zu beschreiben. Das ist
teilweise menschenfeindlich. So sehr hoffe ich doch, dass ein Umdenken im Umgang mit den Leuten, die ihn vielleicht beeinflussen oder mit denen er rumhängt oder wo er selber einfach auf eine andere Idee kommt, dass das am Ende dazu führt, dass sich das verändert. Deswegen sage ich durchaus, dass das dämliche Hottakes sind, dass da dumme Aussagen getroffen werden, da müssen wir nicht drüber streiten. Aber ich will mich von persönlichen Angriffen so ein bisschen fernhalten. Also so also ich versuche nicht komplett reinzugehen. Der ist 19. Wenn ich 44er Mann jetzt den beleidige, Alter, ich bin 44 Jahre alt, ne? Wenn ich den jetzt beleidige, so, dann könnte ich auch meinen Sohn beleidigen. So, das, weißt du, der ist so jung, ist der. So jung ist der. Und deswegen kommt es euch vielleicht immer mal so vor, als wäre ich, würde ich ihn in Schutz nehmen oder sowas. Nee, es ist nicht das. Ich versuche nur nicht künstlich eine Barriere zu bauen, damit er den Schritt gehen kann und sagen kann, ja, okay, ich habe vielleicht auch ein bisschen Scheiße geredet. In seinem Video, dass ich keine Belege oder Beweise gezeigt hätte. In dem gesamten Video kamen keine transphoben Aussagen vor. Das gab es einfach nicht. Wir trainieren unsere Gehirne seit einigen Jahren nicht mehr optimal. Und Ahmads Gehirn ist ein Totalausfall, wenn man bedenkt, dass er schon beim ersten Vorwurf lügt und wie er sich dann auch widerspricht. Das ist der Vater von Ahmad? Ich bin viertel. Nein, ich könnte sein Vater sein. Also ich bin alt. Ich bin einfach alt. Warum willst du dich von Beleidigungen gerne fernhalten, wenn er dich doch in den letzten Videos so krass angreift und beleidigt? Kann ich nicht verstehen, sorry. Das ist aber nicht das Problem, dass du das nicht verstehen kannst. Ich erkläre dir das gerne. Ich bin der Personalie Ahmad in der Betrachtung dieser ganzen Sachen sehr weit überlegen. Das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Ich kann das auch verargumentieren in vielen Belangen. Und ich muss jetzt nicht so weit das Niveau senken, um ihm persönliche Angriffe zurückzuwerfen. Das muss ich halt nicht. Ich glaube, das, was er sagt, ist trottelig. Ich glaube, dass er wirklich nicht so weit im Kopf ist, um das zu verstehen, was er da äußert. Der sagt Dinge, denkt aber nicht darüber nach. Und ob der mich nun beleidigt, ob der mich persönlich angreift, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich beantworte das nicht mit der gleichen Art. In diesem Fall, und ich bin wirklich nicht jemand, der davor zurückschreckt, mal gottlos auf Mutter zu gehen, sage ich so, wie es ist. In diesem besonderen Fall mache ich das nicht. Weil ich glaube, dass es nicht hilft. Das werden wir nachher noch sehen. Machen wir jetzt weiter mit dem Thema Bodyshaming. Bodyshaming-Aussagen. Wo habe ich denn gebodyshamed? Schauen wir mal, wo ich gebodyshamed habe. Dort bezeichnete er nämlich Tim einfach als fett. Aber du findest mich heimlich geil. Digga, Anfang 20 und ihr findet mich mal geil. Bro, die Kurven. Ich weiß nicht, ob er es ernst meint mit den Kurven. Junge, er ist halt einfach fett. Ich weiß nicht. Ach ja, übrigens hat Alpha Kevin genau das gleiche schon mal gemacht bei Mustihaft, wo Mustihaft auch auf 24 Tim reagiert hat. Und dann hat Alpha Kevin auch gesagt, transphobe Aussagen und Body Shaming über Mustihaft, weil Mustihaft Witze gemacht hat. Schaut euch das Video von Mustihaft ab. Da hat er auch gezeigt, dass es völliger Schwachsinn ist. Er nimmt jetzt einfach Clips von mir, schneidet die ganze Zeit auseinander, also Witze von mir, so wo ich einfach als Joke das sage und tut so, als hätte ich das ernst gemeint, okay? 24 Tim, ich habe ihn nicht einfach so fett genannt. Es gibt einen Unterschied, ob du zu jemandem gehst und sagst, ey, du fettes Stück Scheiße, oder jemand über seine Kurven redet und du dann über seinen Körper redest. Ja, das ist auch etwas, das zeigt sich hier relativ gut. Er ist halt, er schafft es nicht. Er schafft das nicht, die Fehler bei sich selbst zu sehen, sondern relativiert immer mit merkwürdigem Humor, relativiert immer mit, das habe ich gar nicht so gemeint, relativiert immer mit, das hast du falsch verstanden. Das sind starke Schmerzen, die bei mir die sich da bei mir im Gehirnbereich bilden, auf jeden Fall. Das ist halt einfach nicht so schlau. Jetzt eine Entschuldigung von Marius. Tut mir leid, dass ich eine Fehlgeburt ausgenutzt habe und eine Schwangerschaft. Ich bin halt ein fettes Stück Kacke. Es gibt einen Unterschied, ob du zu jemandem gehst und sagst, ey, du fettes Stück Scheiße. Ja, es ist halt lustig, wenn man genau auch sowas gesagt hat, um Bodyshaming zu betreiben. Aber in seinem Video blendet er halt ausschließlich nur den Punkt ein, dass er jemanden halt als fett bezeichnet hat und das war doch alles bloß ein Witz. Aber ich hatte doch noch deutlich mehr aufgezeigt, um zu bestätigen, dass er Bodyshaming betreibt. Und zwar hat er Videos hochgeladen, wo er sagt, dass sie schwanger ist. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Guck mal, wenn ihr euch beide anschaut, rein physikalisch gesehen. Laut den Naturgesetzen ist das gar nicht möglich. Aber egal, ist noch eine andere Geschichte. Ahmad, du bist der Inbegriff von jemand, der Bodyshaming betreibt. Du machst das halt einfach ständig. Und nur weil es aus Spaß gemeint ist, bedeutet das nicht, dass du nicht bodyshamest. Ich kann doch auch nicht auf der Straße irgendjemand verletzen und im Nachhinein sagen, ja, das war alles bloß ein Witz. Ey, zieh mal den Stock aus dem Arsch.
Das macht die Sache doch auch nicht besser. Mhm. Aber Ahmad versteht das nicht. Also auch beim zweiten Punkt hat er gelogen. Und bei dem zweiten Punkt würde ich nochmal dazu sagen, dass die internalisierte Fettfeindlichkeit von Ahmad auf Basis seiner eigenen Erfahrungen im Umgang mit Übergewicht resultiert. Er hat nämlich selber mal erzählt, dass er selber mal übergewichtig war und von allen, besonders von seiner Familie, gemobbt wurde. Das bedeutet, er hat in seiner Familie da Mobbing erfahren, er hat von den Freunden und von in der Schule Mobbing erfahren und er hat es halt glücklicherweise verkraften können und argumentiert jetzt folgendermaßen, da er das erlebt hat und da er das für sich wahrnehmen musste, wendet er das auf andere an, weil das für ihn normal ist. Und ich möchte das nochmal sagen, ich habe das schon mal, glaube ich, in einem Reaktionsvideo gesagt, es tut mir voll leid, dass ihm das passiert ist, weil da sich anscheinend keiner, der sich darum kümmern sollte, interveniert, aber das, was ihm widerfahren ist, jemanden anderen anzutun und dann immer wieder diese, guck mal, der ist fett, guck mal, der ist dick, guck mal, oh, bla 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 bla, diese ganze Scheiße zu reproduzieren, ist ja weird. Er hat selber erzählt, er war das Opfer und ist jetzt zum Täter geworden, ne? Ist nicht mal auf meine Punkte eingegangen. Ihr müsst euch vorstellen, er schneidet gerade Witze raus und stellt mich als bösen Menschen da, weil ich einen Witz mache. Stellt euch vor, ihr chillt mit euren Freunden, ihr sagt zu jemandem fett, jemand nimmt das so auf. Oder ihr sagt zu jemandem, Digga, nice Glatze und dann nimmt er das auf, schneidet das zusammen. Also um ehrlich zu sein, ist mir das absolut egal, was du privat machst. Wenn es aber für die Öffentlichkeit bestimmt ist und du vermittelst, dass Bodyshaming und transphobe Sprüche komplett in Ordnung sind, dann kritisiere ich das. Und ich glaube, ich kritisiere das sogar zu Recht. Sogar Leute, die Alpha Kevin feiern, die beleidigen die ganze Zeit. Du kannst mit diesem toxischen solltest du wirklich nichts zu tun haben. Stay hat letztens das zu ABK gesagt. Er hat das in seinem Video gezeigt. Alpha Kevin kennt ABK und Stay. Mach doch ein Video darüber. Verteidige doch ABK. Weil jemand ein Sohn genannt wird? Entschuldigung, dass ich das schon wieder mache. Ich wollte das nicht reduzieren, aber ich wollte nochmal sagen, dass das eine korrekte Aussage ist, ja. Stehe ich zu. Weiß aber auch nicht, warum er wen verteidigen sollte. Würdest du aber nicht machen, ne? Weil wäre gar nicht Mainstream? Du bist dann aus deiner Bubble rausfliegen, aus deiner Gruppe, wo ihr alle miteinander schreibt. Also Stay, du Bösewicht, wie kannst du dich nur aufregen? Und das in diesem Ton. Also das geht wirklich gar nicht von Stay und ich distanziere mich ausführlich von der eben getätigten Aussage. Aber... Sag mal. Jetzt mal Hand aufs Herz, ABK habe ich wirklich lang verteidigt, weil wir uns einfach gut verstanden haben. Doch irgendwann kann man halt einfach nicht mehr alles für gut heißen und die Distanz zwischen mir und seinen Aussagen ist durchaus berechtigt. Im Gegensatz zu ABK habe ich mittlerweile mit Stay ein deutlich besseres Verhältnis. Wir vertreten auch nahezu immer die gleiche Meinung und nur weil ich mit ABK cool war, bedeutet das nicht, dass ich jetzt ein ausführliches Video über Stay mache, weil er eine Beleidigung getätigt hat. Ich meine, die Beleidigung von Stay, die muss nicht sein und das ist vielleicht auch uncool und das kann man auch kritisieren. Ja, ist wirklich doof gelaufen. Wenn man aber im Kontext betrachtet, dann kann man auch irgendwo den Frust von Stay verstehen, weil er zigmal unbegründet gefrontet wurde und anschließend von einer gewissen Community beleidigt wurde. Und wir wissen... Nee, der Kontext ist ein anderer. Der Kontext ist, dass ich einen Konflikt mit ABK hatte und er seine Zuschauergruppe so aufgestachelt hat, dass ich 17 Anzeigen für Bedrohung meines Lebens, meiner Familie... sogar meine Hunde wurden mit dem Tod bedroht, aufnehmen musste, die direkt an mich und sogar an Zuschauer von mir veröffentlicht wurden. Da ging es so weit, dass Leute, die unter meinen ehemaligen Instagram-Profilbildern kommentiert hatten, angeschrieben wurden, da wurde geguckt, wo die wohnen und dann wurde denen gesagt, da kam jemand aus Frankfurt, dass die in Frankfurt abgestochen werden. Und das ist so eskaliert tatsächlich, also das war so krass, dass ich am Ende versucht habe, das in eine positive Richtung zu entwickeln und habe dann ein Spendenkampagnenvideo gemacht und das für Hass und Hetze Opfer im Internet gegeben. Dafür gibt es die Sache und dafür denke ich immer noch, dass das absoluter menschlicher Abschaum ist, ne, der da stattfindet. Alles um die Personalien herum. Und auch die Personalie selber. Absolut menschlicher Abschaum. Und darum stehe ich hinter meinen Aussagen zu 100%. Beide, wie einige Teile von Communities drauf sein können. Da kann man sich durchaus schon mal aufregen. Bodyshaming haben wir abgehakt. Was haben wir noch vergessen? Stimmt, transphobe Aussagen. Wisst ihr, die einzige Aussage, die ich getätigt habe, die erwähnt, weil ich aus Spaß gesagt habe, ist das eine Frau oder ein Mann? In dem gesamten Video kamen keine transphoben Aussagen vor. Das gab es einfach nicht. Sag mal, schreibt sich Ahmad überhaupt irgendwann mal auch ein Skript oder vergisst er jedes Mal die
die er am Anfang gesagt hat. Erst meint er am Anfang des Videos, ich hätte diesen Punkt erfunden und das eigentlich bloß als Add-on reingebracht, um ihn nochmal zu fronten. Und jetzt sagt er sogar in dem gleichen Video, dass ich sogar Beispiele genannt habe. Was stimmt mit dir nicht, Ahmad? Die einzige Aussage, die ich getätigt habe, die er erwähnt, weil ich aus Spaß gesagt habe, ist das eine Frau oder ein Mann? Aus Spaß, ja, also, ja, er rafft's noch nicht. Er hat noch eine Menge vor sich. Das ist eine transphobe Aussage. Aber die dürfen eine LGBTQ-Cover machen und sich lustig machen darüber? Nein. Und wenn jemand aufsteht und etwas dagegen sagt, dann wird er in den Boden gehatet, so wie ich. Dazu kommt. Ahmad, ich weiß, du raffst das noch nicht, aber du wirst es irgendwann raffen, hoffentlich. Eine regenbogenfarbene Kaaba ist kein Harassment gegen Muslime, sondern zeigt auf, dass Homosexualität im Raum der Pilgerung zu der Kaaba dazu führt, wenn das offen wäre und Menschen mit muslimischem Hintergrund und mit dem Glauben, dass auch sich bekennen würden, dann würden die sterben. Deswegen ist die Kampagne rund um das LGBTQ-Regenbogenprojekt der Kaaba entstanden. Und das ist auch vollkommen richtig und wichtig, dass das entstanden ist, weil dieser zurückgebliebene Umgang mit dieser Sache einfach nicht geht. Ja? Kommen wir auch noch. Aber das ist eine transphobe Aussage. Über Islam, über Kanaken, über das alles darf man machen, was man will. Mhm. Ja, nice. Sag mal, hast du Lack gesoffen? Oder warum quatschst du mir hier eine Frikadelle ans Knie? Was zum... Ich hoffe, ich habe das jetzt so einfach ausgedrückt, wie ich konnte. Ich denke, das versteht jeder. Teufel haben transphobe Aussagen mit diesem Kunstprojekt zu tun. Und wo sage ich bitte, dass man über den Islam und auch über Ausländer tun und lassen kann, was man möchte? Wer hat dich Ahmad, das ist halt nicht nur einfacher Whataboutismus, nein, das ist einfach nur dumm. In dem Video checkt Ahmad dann übrigens nicht mal, worum es überhaupt bei dieser Regenbogen-Kaaba ging. Er sieht das halt einfach nur als Beleidigung gegenüber dem Islam. Er hinterfragt sich auch gar nicht, ob das irgendeinen Sinn und Zweck erfüllen sollte. Aber kurzer Tipp von Allmann zu Ahmad. Kunst an sich ist oft gesellschaftskritisch. Und diese Kaaba sollte bloß ein Safe Space für queere Muslime sein, weil sie in ihren Heimatländern verfolgt und religiös ausgegrenzt werden. Letztendlich wurde mit diesem Projekt allerdings einiges erreicht, denn diese ganze Thematik hat viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und man hat gemerkt, dass diese konservative Art und Weise vielleicht nicht immer der richtige Schritt ist. Aber egal, ist ein anderes Thema, hat wenig mit mir zu tun, war einfach ein dummer Vergleich von ihm. Machen wir weiter mit dem Video. Verstehe ich nicht. Übrigens, dass Ahmad scheinbar denkt, dass nur wenn eine Person angibt, schwul zu sein oder LGBTQ zu unterstützen, sie automatisch dann auf jeden anderen Mann steht. Du nicht findest, dass ich einen Ehemann bin, warum hältst du nicht einfach deine Fresse? Der hasst mich irgendwie richtig und ich habe mich gefragt, warum er mich hasst. Dann habe ich einfach mal ein bisschen geguckt auf seinem Insta. Ich habe echt das Gefühl, dass er auf mich steht. Oh Gott, das ist nicht so schlau. Könnte es sein, dass er auf mich steht? Vielleicht eine Hassliebe oder sowas? Aber dann sag mir das doch einfach. Schreib mir das privat. Da brauchst du keine Videos gegen mich machen. Er nimmt ein älteres Video von mir, wo ich sogar sarkastisch rede. Jeder Mensch checkt das. Man findet jetzt so langsam heraus, dass jeglicher Kritikpunkt immer damit abgetan wird, dass Humor nicht verstanden wurde, dass Satire ist, dass sarkastisch ist, dass Ironie ist, das war nur Spaß. Jeder einzelne Punkt immer mit demselben invaliden Argument begründet wird. Und der Grund, warum es invalide ist, ist, weil es keine Verpflichtung dazu gibt, den Blödsinn, den du von dir gibst, für Humor zu deklarieren für sich selbst. Das ist einfach keine Verpflichtung. Und wenn man eine verstrahlte Position hat. Da gibt es beispielsweise, könnt ihr euch an das Nero-Video erinnern, wo Leute rassistische und sexistische und super schwieriges Fortnite-Videos hochgeladen haben. Das war von denen auch für Humor gekennzeichnet. Da wurde sogar in der Beschreibung dann gesagt, wir haben das nur aus Spaß gemacht, das sollte niemanden angreifen. Es gibt so viele Leute, die denken, dass deren absolut verstrahltes Weltbild auf Basis von Humor, das sie dann irgendwie verarbeiten, als gegeben gesetzt werden kann in der Verarbeitung von Kritik. Das ist so einfach und so lächerlich eigentlich, dass da fehlen einem oft die Worte. Leider wird hier genau das angewandt. Also es geht immer darum, hey, das ist nur Spaß, hey, das ist nur Joke, hey, das ist dies, das ist das. Ey, come on. Come on, Digga. Mach dir doch das nicht. Das ist doch peinlich. Das ist sarkastisch. Alpha Kevin sagt sogar am Ende. Und ja, kann sein, dass es sarkastisch gemeint war, weiß ich nicht. Junge, jeder weiß, dass es sarkastisch ist. Was
machst du für schlechte Videos bitte? Das ist... Oh, Gottes Willen. Zweiklässlerniveau. Ich dachte, du machst seit ein paar Jahren YouTube. Du nimmst irgendwelche Clips, die offensichtlich sarkastisch sind. Sogar deine eigenen Zuschauer haben es gecheckt. Und dann nennt er das auch noch lustig machen über LGBTQ-Menschen. Sind LGBTQ-Menschen jetzt besondere Menschen geworden? Sind das so krasse Menschen? Wenn man einen Witz über eine normale Person macht, dann ist das ganz normaler Witz. Aber wenn man einen Witz macht über jemanden, der Teil der LGBTQ-Community ist, er macht sich lustig über LGBTQ-Menschen. Hä? Ey, sag mal, Ahmad, du willst es nicht verstehen, oder? Nicht nur, dass er hierbei von normalen Menschen und Ja, also er hat jetzt schon wieder, naja, LGBTQ-Menschen unterscheidet. Normale Menschen und also, das ist, Alter. Er hat's nicht, er rafft das einfach nicht. Diese Aussage, die ich in meinem Video aufgezeigt habe, zeigt halt ganz klar, dass er sich über einen vermeintlich homosexuellen Menschen lustig macht. Das ist halt nicht nur peinlich, sondern auch hart. Böses Eigentor, ja. Chor Fremdschamerregen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass du in ein paar Jahren genau auf diese Videos zurückblickst, da reflektierst und merkst, was du für eine Scheiße erzählt hast. Denn das ist offensichtlich dumm. Kommen wir nun aber zu der ekelhaftesten Unterstellung in seinem Video. Ahmad behauptet ernsthaft, dass ich mich mit einem pädophilen Menschen solidarisiere und mich auf dessen Seite stelle. Glaubt ihr nicht? Schaut selbst. Und jetzt kommt das Krasseste, wo Alpha Kevin nicht Clips aus dem Zusammenhang geschnitten hat, um mich darzustellen, als wäre ich böse, sondern jetzt hat er einfach gelogen. Er hat einfach Videos von mir genommen und einfach gelogen. Einfach auf Krampf versucht, etwas zu finden. Das Ekligste an der ganzen Geschichte ist, ja, es war gerade Mainstream, mich zu haten, ein bisschen tamam, weil ich nichts dazu gesagt habe. War cool, mich zu haten. Aber einen Pädophilen verteidigen, um mich haten. Oh Gott. Hättest du nicht was Besseres finden können? Also, er hat keine Beweise außer Sprachnachrichten, bei denen man das Alter aber definitiv nicht identifizieren kann und behauptet einfach, dass Igli Schröder pädophil sei. Das ist halt so ein Eigentor von ihm gewesen, weil er halt nicht mal, er hätte wirklich... Die tatsächliche Ironie hinter diesem Wortlaut ist, dass Ahmad hier von einem Eigentor spricht. Das ist Unglaubliches. Also, es ist... Bruder, da stehst du wirklich da und denkst du so... Okay. Als er das Video veröffentlicht hat, hätte er nur kurz zuhören müssen und nicht Sachen aus meinem Video sogar rausschneiden müssen. Da haben sogar Leute geschrieben in seinen Kommentaren, dass er Sachen aus dem Kontext geschnitten hat, okay? In seinen Kommentaren haben die das geschrieben, bei dieser Igli Schröder Sache. Er hätte einfach nur zuhören müssen, dass ich ein Video eingeblendet habe, wo alles gezeigt wird. Oder dass ich sage, dass ich nicht weiter darauf eingehen möchte, weil ich das eklig finde. Weißt du, was Tatsache ist? Dass er, über den ich rede mit der Pädophilie, es schon zugegeben hat, dass er was mit der Minderjährigen hatte. Wie du hier sehen kannst. Ich gebe den Fehler zu, ich habe einen Fehler gemacht, es sind 10.000 Menschen, ja? Und er hat es nicht nur mehrmals zugegeben, sondern als Leute ihn gefragt haben, würdest du wollen, dass man das mit deiner eigenen minderjährigen Tochter macht? Und er hat gesagt, natürlich nicht. Das heißt, er hat es nicht nur zugegeben, sondern nochmal sogar selber gesagt, dass es eklig ist. Er sagt von sich selbst aus, dass es nicht in Ordnung ist, dieser alte Typ, der etwas mit der 17-Jährigen hatte, okay? Alpha Kevin findet das aber in Ordnung. Ja, Alpha Kevin, ich habe ja ApoRed verteidigt. Ich bin definitiv schlimmer. Deswegen gehst du auf die Seite eines Pädophilen. Also er weiß immer noch nicht, was Pädophil bedeutet. Ich weiß ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach nur fassungslos. Ahmad, wirklich. Entweder du bist der dümmste Mensch des Planeten oder du hast mein Video 5 Sekunden angeschaut und nichts gecheckt. Es ging nämlich in meinem Video darum, dass er, wie auch hier, behauptet, Igli Schröder sei pädophil. Er unterstellt einfach Igli Schröder Pädophilie. Igli Schröder ist aber nicht pädophil. Nur weil er etwas mit einer 17-Jährigen hatte. Und in meinem Video erkläre ich das auch nochmal ausführlich, was es bedeutet, pädophil zu sein. Und Ahmad schneidet das halt einfach nicht rein. Aber es gibt tatsächlich auch alte pädophile Menschen, nicht nur junge. Und davon gibt es jede Menge. Auf TikTok gibt es einen, der heißt Igli Schröder. Bro, du weißt aber hoffentlich schon, dass so eine Unterstellung ganz klar existenzzerstörend sein kann. Wenn man ohne eindeutige Beweise so etwas behauptet, dann geht das einfach gar nicht klar. Und prinzipiell gehe ich einfach fast davon aus, dass Ahmad nicht mal weiß, was Pädophilie überhaupt bedeutet. Es geht darum, dass Erwachsene auf Minderjährige vor ihrer Pubertät stehen. Und offensichtlich ist das bei Igli Schröder nicht der Fall. Also ich sage selbst, dass es um die Unterstellung der Pädophilie geht und Igli Schröder offensichtlich mit einer 17-Jährigen was hatte und das nicht pädophil ist. Ich sage sogar in meinem Video selbst, dass Ahmad wahrscheinlich nicht verstanden hat, was es bedeutet, pädophil zu sein. Und er sagt in einem zweiten Video darauf hin, dass es Double Down einfach nochmal, dass er immer noch nicht verstanden hat, was Pädophilie bedeutet. Er die Definition nicht kennt. Und in dem jetzigen Video bestätigt er das schon wieder, dass er zu dumm ist, Pädophilie nachzugoogeln. Das kann ich auch gar nicht erklären. Ich wüsste nicht, warum es dafür eine... Da gibt es irgendwie auch keine Erklärung für, ne? Warum man das nicht rafft, da an dem Punkt. Also gerade am Ende, das ist wirklich komisch.
Also jetzt mal ganz ehrlich. Wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennen keine Grenzen? Ahmad, ich versuche das jetzt einfach mal so zu erklären, dass es auch wirklich der dümmste Mensch der Welt versteht. Ich habe mich nicht mit Ikli Schröder solidarisiert. Ich habe in meinem Video ganz offensichtlich aufgezeigt, dass es nicht richtig ist, ihm zu unterstellen, er sei pädophil, nur weil er etwas mit einer 17-Jährigen hatte. Denn das ist nicht pädophil. Eine 17-Jährige ist zwar nicht volljährig, aber es ist auch kein Kind, welches vor der Pubertät steht. Und genau darum geht es. Du behauptest mit der Unterstellung der Pädophilie, Ikli Schröder... Ich frage mich, ist es eigentlich nicht schlauer, solchen Personen nicht noch mehr Aufsicht zu geben, und dass sie sonst schon haben? Ich meine, die einzige Argumentation ist ja nur Ironie. Das frage ich mich auch so langsam. Darum habe ich das Originalvideo, werde ich das Originalvideo auch nicht durchreagieren. Das wird nicht passieren. Ich konzentriere mich jetzt auf das Kaiser-Video, was wir vorhin angeguckt haben, und das Alpha-Kevin-Video. Das Originalvideo wird mit keinem Klick, den ich je wieder machen werde, eingeschätzt. Ich habe für mich selber auch entschieden, diesen Ursprungskanal nicht mehr zu unterstützen, sondern ausschließlich noch die Leute, die sich konstruktiv und vor allen Dingen bei klarem Menschenverstand befindlich mit diesem Content auseinandersehen. Das heißt, wir konsumieren nicht das Originalvideo, weil das Originalvideo wirklich den Klick nicht wert ist. Das ist super katastrophal. Sondern wir konsumieren die Videos, die ganz klar zeigen können, warum das so dämlich ist. Ich denke, dass das ein guter, mittlerer Umgang damit ist. Denn ihr könnt gerne Alpha Kevin abonnieren. Ihr könnt auch gerne Kaiser abonnieren. Das ist überhaupt kein Problem, weil die schon relativ gut sagen können, was das Problem da ist. Ne? Von mir wird es da kein extra Video zu geben. Ich denke, das brauche ich auch nicht. Der Junge ist halt noch nicht... Ich habe es halt schon ein paar Mal gesagt, ich werde jetzt nicht nochmal die Argumente wiederholen, aber von mir gibt es da kein separates Video von. Ich denke, das brauche ich auch nicht. Der soll gerne, das hat er auch schon auf Instagram gemacht, bevor der Instagram-Kanal gebannt wurde, gerne persönliche Beleidigungen raussetzen. Das kann er die ganze Zeit machen. Aber das ist nicht der Inhalt, mit dem ich mich auseinandersetzen will. Habe etwas mit einer vielleicht 11- bis 13-Jährigen. Und das, obwohl das einfach nicht stimmt. Wie kann man nur so etwas nicht checken? Ich verstehe das nicht. Und ganz ehrlich, wäre ich jetzt immer noch als Erzieher hauptberuflich eingestellt und jemand behauptet, ich würde mich mit Pädophilen solidarisieren, dann würdest du echt so eine saftige Anzeige bekommen, das hast du noch nicht erlebt. Du bettelst förmlich nach Strafen. Und ganz ehrlich, es ist eine absolute Leichtigkeit, gegen dich zu gewinnen, wenn man so eine Scheiße anschaut. Das gleiche könnte Ikli bei dir übrigens auch machen, weil du ihm das unterstellt hast, und ich hätte noch nicht mal Mitleid mit dir. Du unterstellst halt Leuten die schlimmsten und existenzvernichtendsten Dinge und denkst auch noch, dass du schlau dabei bist. Ahmad, was los bei dir? Es fällt mir wirklich schwer, bei solchen Aussagen die Fassung nicht zu verlieren. Und ich hoffe wirklich inständig, dass du dich löschst, dich nie wieder auch nur ansatzweise so zu Wort meldest. Denn sonst wird das Gesetz doppelt und dreifach dir in die Quere kommen. Und jetzt gehen wir am besten aus der Sonne, denn du bist wirklich der Inbegriff von Peinlichkeit für mich. So, hier nochmal das Alpha-Kevin-Video. Sehr stabile Einschätzung diesbezüglich. Das kann ich so eigentlich gut verteilen. Also checkt Alpha-Kevin ab. Und ja, peace good, man, Arthur.